schon was ganz Interessantes, was hier die Kommission herausgefunden hat. Bekannt ist ja, dass die verschiedenen Regen- und Trockenzeiten bei Fallen aus verschiedenen tropischen Gebieten. Nicht? Wir haben leider kein Beispiel dafür zeigen, aber ich meine, das kennt ja jeder. Die Trockenform und die Regenform können manchmal so unterschiedlich sein, dass das ein und dasselbe Tier kaum bestimmbar ist als ein und dasselbe Tier. Nicht? Dann für Polymorphismus können wir auch dieses interessante Tier zeigen. So für 10 Mark Insektenbörse erworben. Ja? Das ist also eine Kältebehandlung von dem Tapfernauge. Das würde ein einziger Standort im Bezirk Leipzig, die geflügelte Braunwurz. Guck mal hier, direkte Flügel hat sie, 4 Flügeln. Ja? Mhm. Also die heißt Scrophularia alata, alata geflügelt. Nicht? Ja. Da werde ich mal sogar noch mal ein Ding mitnehmen. Ja? Ja. Das ist die geflügelte Braunwurz und die steht hier in Massen hier. Siehst du das? Ja, ist ja ganz schön. Also. Ja, also das ist wirklich eine schöne Sache, du. Das ist eine Besonderheit. Außerdem haben sie hier Primeln drin versteckt, die echte Primel. Und dann unten haben wir hier die Waldprimel und unten haben wir sogar die echte Primel. Ja? Mhm. Also das, die geflügelte Braunwurz ist eine Sehenswürdigkeit. Da hast du also deine erste Falle hier, der geflügelten Braunwurz. Ja? Gut. Ich habe das Teil von der Mann. Was? Miele, auch die wollen wir haben. Die Rasenschmiele, die Champsia, Cespidosa, ja, die wollen wir haben. Und auch dieses Ding wollen wir haben hier. Das ist die Kohldistel, nicht wahr? Die ist, das ist also alles natürliche Pflanzen hier am natürlichen Standort, die Kohldistel. Ja, was mir eben nicht gefällt, also das tut mir leid, also hier die Eutrophierung, die eben von hier reinmarschiert hier am Rande, das ist natürlich, das ist grausam ist das. Kann man mal gucken, was wir hier drin. So, dann gehen wir mal weiter. So. Das sind Kletten, Junge. Was denkst denn du, die waren 3 Meter hoch, wie wir herkamen? Ja. Weil sie ihr Jauch abgelagert haben. Ja. Die Ketten, die müssen raus. Aber was kannst du machen hier? Guck mal hier, das ist typisch Rasenschmiede, ja? Also Rostgras, und wenn das anwachst hier, das Gras, wenn es anwachst, von oben nach unten, versuche mal von oben nach unten zu gehen. Geht nicht, wa? Ja, das ist die Widerhaken, ja? Das ist die Rasenschmiede, ja? Also der Teil ist natürlich sehr schön hier, der Schilfteil. Aber auch das hier, das gefällt mir schon ganz gut hier. Jetzt müsste jemand da sein, der die Kletten vernichtet. Ne? Wer macht das? Niemand. Ja, das ist ein echter Steppenroller, wie er im Buche steht. Ja? Tausende Samen hier, nicht? Da kannst du sagen, das hat der Satan hierher gebracht. Ja? So, jetzt gehen wir weiter. Ist zwar auch ein Steppenroller, ja? Aber die kann sich ruhig etablieren. Ja? Die nimmt nicht so viel weg, nicht wahr? Und ja, wenn du hier hochgehst, alles hier Rasenschmiele. Ja? Und hier, die geht bis hierher, die Rasenschmiele. Ja? Was war das für eine Pflanze jetzt eben? Das ist die krause Distel, ja. Cardus crispus, die wollen wir haben, die ist gut. Ja? Ja. Oh, geht schon mal los. Wenn ja. Du das hier, wenn du das hier. Das geht nicht wieder los, ja. Unter der Lupe, nicht, da siehst du einen Ball mit 100 Haken, ja. Also das ist natürlich auch Stickstoffanzeige, nicht? Aber man kann ja schließlich nicht alles bekämpfen. Man kann ja schließlich 2 Schwerter bloß in den Pfoten haben. Man kann ja nicht 10 haben oder 100. Kommt auch mit 4 Meter. Ja, hier ungefähr wollen wir einen künstlichen Lurchgewässer errichten. Ja? Da wollen wir dann hier das nächste Mal besprechen. Da will der Kollege Schmuck rauskommen. Und da Männel. Und da wollen wir dann hier eventuell im Oktober einen Einsatz machen oder im November. Dann sagen wir mal hier. Naja, was weiß ich hier, 3/4 Meter tief ausheben hier, nicht? Und Zufluss hier von der Quelle eben, nicht? Ja? Vielleicht gelingt uns das. Ja, und zwar, also erstens nesterweise und zweitens frontal bei Mast, ja? So. Schlussfolgerung. Die Klette muss weg. Schlussfolgerung. Ja, was denn? Die Klette muss weg, ja. Die Schlussfolgerung. Frontalangriff im Frühjahr. Frontalangriff mit Haugerät. Mit Haugerät im Frühjahr. Im Frühjahr. So. Zweitens, Mario, was würdest du sagen? Zweitens. Zweitens würde ich sagen, aggressive kanadische Goldrute. Aggressiv. Kanadische Goldrute steht Gewehr bei Fuß.
Ja, siehst du, steht Gewehr bei Fuß, da gibt's nichts hier. Ja, steht Gewehr bei Fuß. Zwei Rufzeichen, das heißt also, wenn wir nicht machen hier, da passiert was. Aber auch das hier. Das Quatsch. Hier keiner. Wo die Kings ja flog, das war die einzige Stelle, wo die Stenobotrus kam, ja? Das ist ein Mistmensch. Und die zeigt Wechselfeuchte an. Das ist mit die wichtigste Pflanze, neben dem großen Wiesenknopf. Karmoasinroten Pflanzen, übrigens hier fliegt ein Delaius, ist der Blutstorchschnabel, nicht wahr? Der zeigt also auch Feuchte an. Nicht Wechselfeuchte, sondern direkt Feuchte. Ja, ein Delaius habe ich schon wieder gesehen hier dort. Also es gibt auch Delaius hier. Den Delaius, den kriegst du schön nicht wieder hier. Volles Rohr jetzt hier. Ja, ich weiß ja noch nicht. Da drückst du wenigstens schon drauf, oder was? Vier Stück auf einmal, du. Nausitos. Ganz große Klasse. Und zwar Breitseite. Einmalig. Und eine Fliege auch noch gratis dazu, ja.